Chef, der Drucker geht nicht. Chef, Frau Meier fragt nach, wann wir das Aufmaß nehmen. Chef, wo soll das gelieferte Material hin? Chef, Tom ist krank. Was macht man jetzt? Kennen Sie das? Was ist die meistgenannte Antwort? Ja, ich kümmere mich drum. Und dann gibt es wieder Nachtschichten, Feuerlöscheinsätze oder irgendwie biege ich es wieder hin Aktionen. Das ist weder Ihre Aufgabe als Unternehmer, noch als Führungskraft, noch bringt sie es Sie oder Ihre Firma irgendwie weiter. Und wie man das ändert, das zeige ich in diesem Video. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und diese Situation, wie sie gerade geschildert hat, gibt es in tausenden von Unternehmen und immer wenn wir dort gemeinsam zusammenarbeiten und Projekte machen, habe ich das immer wieder erlebt, dass Geschäftsführer und Führungskräfte tatsächlich mit Aufgaben konfrontiert werden, die eigentlich nicht ihre Aufgaben sind. Die Beispiele, die ich genannt habe, folgen dabei aber immer einem ganz bestimmten Schema. Also was passiert da eigentlich kurz? Was ist da die Einordnung dafür? Jemand aus Ihrer Mannschaft kommt mit so einem kleinen Äffchen auf der Schulter zu Ihnen und möchte dieses kleine Äffchen loswerden, an Sie abgeben. Und mit dem Satz, ja, ich kümmere mich drum, schafft er das auch sehr erfolgreich. Aber was passiert denn hier eigentlich wirklich? Das Äffchen ist symbolisch für eine Aufgabe, die einem Mitarbeiter zugewiesen ist. Und das ist anstrengend, dieses Äffchen zu tragen und zu füttern und zu streicheln. Also möchte man dieses Äffchen möglichst schnell und gerne wieder loswerden. Und das Phänomen, dieses Äffchen an jemanden wieder zurückzugeben, das nennt sich Monkey Business und wurde 1974 im Harvard Business Review, also ein ganz berühmtes Magazin oder eigentlich Fachmagazin eben für Betriebswirtschaft, wurde es erstmalig drin beschrieben. Und im Kern ist es aber ein Problem von Delegation und Rückdelegation von Aufgaben, sprich die Delegation an Mitarbeiter und die Rückdelegation an den Chef. Und warum passiert das eigentlich? Was geht da wirklich los und was sind die Ursachen für sowas? Und diese Ursachen gibt es zum einen mal in dem Cheftyp. Es gibt bestimmte Typen von Personen, von Charakteren, die es leichter machen, diese Rückdelegation, aber eben auch in der Art des Systems, in dem die Mitarbeiter und die Führungskraft arbeiten. Und wenn diese zwei Dinge zusammenkommen, Cheftyp und System, da schauen wir uns gleich nochmal genauer an, was das genau ist, dann kommt es eben ganz oft zu diesem Monkey-Business. Schauen wir uns mal jetzt als allererstes die Cheftypen so an. Da gibt es zum einen den schnellen Macher. Das sind also oft die Gründer von Unternehmen, sehr, sehr viel im Handwerksbereich, die wirklich was voranbringen wollen, die Spitzenhandwerker sind, deswegen eine Firma gegründet haben mit ihrem Meistertitel und dann eben loslegen. Aber die schnellen Macher, die arbeiten schnell, sie entscheiden sehr schnell und die lieben auch Herausforderungen, einfach als positive Eigenschaften dieses Charaktertyps. Man kann aber auch sehr, sehr schnell ungeduldig werden. Und wenn was nicht schnell genug geht aus Sicht von dem Machertyp, dann fühlt man sich ungut. Und das ist genau diese Ungeduld. Und aus dieser Ungeduld heraus quasi, das gehört auch dazu, dass man Aufgaben, die man an Mitarbeiter delegiert, genau definieren muss, bevor man sie übertragen kann. Und aus dieser Ungeduld heraus oder einem längeren Anlernprozess, der vielleicht notwendig ist, den man abwarten muss als Führungskraft eben, heißt dann eben, mach ich es halt schnell selbst. Und dieses mach ich es halt schnell selbst ist eben genau dieser böse Fehler, wo das Äffchen vom Mitarbeiter wieder zurückkommt zur Führungskraft. Der zweite Typ als Führungskrafttyp oder Cheftyp ist der Perfektionist. Und nachdem man dem Perfektionisten ja eigentlich nie was wirklich recht machen kann, erledigt er alle Aufgaben lieber selbst. Und wenn er die Aufgaben nicht wirklich selbst erledigt, dann kontrolliert er doch ganz genau im Klein-Klein die Ausführung. Denn es muss ja wirklich perfekt sein. Der Perfektionist findet überall das Haar in der Suppe und möchte, dass es seinen Anforderungen gerecht durchgeführt wird. Aber damit rutscht der Perfektionist auch ganz, ganz schnell in die Rolle eines Micromanagers ab. Und was Micromanagement wirklich genau ist und was da die Falle vom Micromanagement ist und wie man wieder herauskommt, das zeigen wir in diesem Video. Da haben wir ein extra Video drüber gemacht. Schauen Sie sich auf jeden Fall mal an. Micromanagement ist ein Riesenthema in ganz, ganz vielen Betrieben, sorgt für wahnsinnig viel Frust. Und der Perfektionist, da muss ich nochmal ganz kurz zurückfragen, für was haben Sie denn eigentlich dann Mitarbeiter? Wenn Sie alles selbst nur am besten können, dann muss man sich überlegen, ob es nicht besser wäre, wenn man wirklich dann Solo-Unternehmer ist, also Einzelunternehmer und seine Sachen so macht, wie man das möchte und das mit dem Ausdruck mit den Mitarbeitern wirklich lässt, weil es kann echt schwer werden. Der dritte Charaktertyp für die Führungskraft, der das befördert, dieses Monkey-Business und Äffchen springen lassen, das ist der Harmonische. Der Harmonische,
tut eigentlich alles für sein Team. Er möchte helfen und möchte unterstützen. Er hat eigentlich immer ein offenes Ohr. Er möchte ungute Debatten vermeiden. Er hört auch sehr viel zu. Er hört seinen Mitarbeitern sehr viel zu. Er hört sich auch private Probleme der Mitarbeiter an. Er gibt Ratschläge, wie man die lösen kann. Sprich, er ist wirklich dieser soziale Kit in dem gemeinsamen Team. Aber das Ganze hat nur eine böse Seite. Dafür, dass sie sich so sehr für ihr Team engagieren, vernachlässigen sie die eigenen Aufgaben, weil sie nur noch die Probleme der anderen lösen. Also wenn Sie Ratschläge geben, wie man bei privaten Beziehungsproblemen zum Beispiel vielleicht wieder zu einem Konsens, vielleicht sogar ein Mediationsgespräch anbieten, auch noch durchführen, das ehrt Sie zwar, aber Sie lösen damit die Probleme Ihrer Mitarbeiter und nicht Ihre Probleme als Führungskraft. Und damit, das kann auch mancher Mitarbeiter quasi riechen und auch ein Stück weit ausnutzen. Machen nicht viele, es sind nur die wenigsten, aber es gibt Mitarbeiter, die das tatsächlich genau wissen, wie derjenige entsprechend tickt und ganz bewusst das ausnutzen, mit einem Tränchen vielleicht noch, und dann sagen sie, ja, ich kümmere mich drum, ich helfe dir, ich mache das, und zack ist das Äffchen wieder bei ihnen. Das fällt dem harmonischen Leiter erst beim Burnout auf. Und deswegen die große Gefahr, überlegen Sie mal selbst und reflektieren Sie, ob man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal Nein sagen lernen muss. Nachdem wir uns die drei Cheftypen genauer angesehen haben, kommen wir jetzt mal zum Thema Struktur. Also herrscht in Ihrem Betrieb, in Ihrem Unternehmen das blanke Chaos, in dem nur der Chef oder wenige Spezialisten sich zurechtfinden. Es gibt quasi keine Prozessdokumentation, es gibt keine Checklisten, es gibt keinen Weg vorwärts, wie man was tun sollte. Die Mitarbeiter sind nicht entsprechend eingeschult, angehört. Es ist immer nur Ausnahmen, Regelungen, und man muss immer schauen, dass man irgendwie das Handle bekommt, weil es wieder die 58. Ausnahme von der Ausnahme ist. Oder gibt es bei Ihnen im Team tatsächlich gemeinsam erarbeitete und wohldefinierte Prozesse? Die können am Anfang erst grob sein, aber werden dann Stück für Stück immer weiter ausgebaut. Denn alleine mit der Einführung von Prozessen und Prozessmanagement eliminieren Sie mehr als 80% der Rückfragen, weil es durch die kontinuierliche Verbesserung der Prozesse im Laufe der Zeit einfach klare Vorgaben für die allermeisten auftretenden Fälle gibt. Es ist also deutlich effizienter, seine Zeit als Führungskraft oder als Unternehmer oder als Geschäftsführer in ein deutliches Prozessmanagement zu investieren, bevor Sie den gleichen Käse wieder und wieder, Woche für Woche, jedem Mitarbeiter vom Neuen erzählen und vorkauen. Deswegen überlegen Sie sich, wo Sie Ihr Zeitbudget am besten investieren, wo es den größten Hebel entwickelt. Und das heißt nicht, das, was wir vor einer Woche schon besprochen haben, wieder zu wiederholen, sondern investieren Sie in Prozessmanagement. Und Prozessmanagement bedingt mit dem Prozessdenken, dass man wirklich versteht, dass man Teil einer Ablaufkette ist. Dafür haben wir auch ein Video gemacht. Schauen Sie das auf jeden Fall mal an. Das ist der Einstieg ins Prozessmanagement. Dazu gehört aber auch noch neben dem klaren Strukturen, klare Prozesse eben, klares Delegieren. Der zweite wichtige Punkt ist also wirklich klares Delegieren. Und was wird genau von wem bis wann, wie erwartet. Und je klarer Sie das formulieren und je mehr Zeit Sie reinstecken, das zu durchdenken, desto klarer ist die Aufgabe für den Mitarbeiter und kommt dann der Mitarbeiter wieder zurück, weil er vorgeblich oder auch tatsächlich nicht mehr weiter weiß, dann bitten Sie den Mitarbeiter um eine klare Problemdefinition. Nicht Sie sagen, ich kümmere mich drum, sondern Sie erwarten von dem Mitarbeiter eine klare Problemdefinition, wo er denn eigentlich wirklich hängen bleibt. Also, was ist das Problem und was ist das Problem vielleicht auch nicht? Wann tritt das Problem auf und wann tritt es vielleicht auch nicht auf? Wie sowas ausgearbeitet ist, dafür haben wir entsprechend eine Vorlage erstellt. Die haben wir unten den Link direkt in den Beschreibungstext von dem Video mit drin. Schauen Sie das mal an, die können sich kostenlos runterladen. Da haben wir ein ganz tolles Template drin für das Thema Problemdefinition. Und ohne so eine ausgearbeitete Problemdefinition kann man nicht wirklich gemeinsam dran arbeiten. Und schicken Sie den Mitarbeiter zurück, er soll sich einen Kopf machen, er soll sich Gedanken machen, was denn wirklich das Problem ist und nicht das Äffchen, hops, wieder auf Ihre Schulter springen lassen. Wenn das dann wirklich dann auch ausgearbeitet ist und klar ist, was das Problem ist, dann können Sie mit dem Mitarbeiter gemeinsam eine Lösung ausarbeiten, aber im Sinne von Anleitung und nicht Sie lösen es für den Mitarbeiter und er sitzt nebendran und nickt mit dem Kopf, sondern Sie fragen nach seinen Lösungsvorschlägen, Sie fragen nach Alternativen, Sie fragen nach Pro und Contra einer jeden Alternative und dann können Sie als Führungskraft eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung treffen Sie als Führungskraft, die Lösung ausarbeiten ist Aufgabe des Mitarbeiters.
Also damit vermeiden Sie dieses "Ich kümmere mich drum" und die Verantwortung für das Thema Problemdefinition, Problemlösungsvorschläge verbleibt aber beim Mitarbeiter. Und damit haben Sie auch wieder eine ganz wunderbare Grundlage mit dieser Problemdefinition für Ihr Prozessmanagement. Das ist ein sich wechselseitig befruchtendes Thema einfach. Sie haben Prozesse definiert, es treten neue Probleme auf. Diese Problemdefinition können Sie nehmen, um Ihre Prozesse wieder entsprechend anzupassen. Und am wichtigsten immer bei der ganzen Geschichte, vergessen Sie das bitte nie. Behalten Sie dieses Bild von diesem Äffchen auf der Schulter immer im Kopf. Und wenn man sie Ihnen auf die Schulter setzen will, dann müssen Sie Nein sagen können. Sie müssen die Verantwortung für die Lösung eines Problems, einer Schwierigkeit, einer Aufgabe beim Mitarbeiter belassen. Sie können ihn anleiten, Sie können ihn coachen, aber bitte nicht die Aufgabe übernehmen. Und dann schreiben Sie mir doch mal bitte in die Kommentare rein, ob diese ganzen Tipps bei Ihnen geholfen haben. Probieren Sie es doch mal aus. Eine Woche lang wirklich ausprobieren, mit den Mitarbeitern wirklich zu sagen, nein, ich hätte gerne einen Lösungsvorschlag, mach dir darüber Gedanken und komm bitte wieder zurück, dass ich dann entscheiden kann. Schreiben Sie es rein, ich bin sehr gespannt drauf. Vielleicht haben wir noch ein paar extra Tipps dazu, wenn Sie irgendwo hängen bleiben. Ich freue mich, Ihr Axel Schröder.